Der Ort Kahlenberger Dorf, auf älteren Karten auch als Kahlenberger Dorf bezeichnet, zum Beispiel auf der josephinischen Landesaufnahme Österreich unter der Enns aus den Jahren 1773 bis 1781, liegt am nördlichen Rand von Wien, am rechten Ufer der Donau, umgeben vom Burgstall. Dem Nussberg und dem Leopoldsberg. Der Burgstall, ein ca. 300 Meter hoher Bergrücken, liegt im Döblinger Bezirksteil Nussdorf und grenzt an den Bezirksteil Kahlenberger Dorf. Der Burgstall erhält seinen Namen im Mittelhochdeutschen. Dabei wird eine Stelle bezeichnet, an der eine Burg steht. Zahlreiche Funde belegen eine frühgeschichtliche Befestigung auf dem Burgstall. Heute beherbergt der Berg zahlreiche Weingärten in bester Lage, die sich über den südöstlichen Abhang erstrecken. Der nordöstliche Abhang des Burgstalls fällt steil zur Donau ab. Der Schablergraben grenzt im Norden den Burgstall vom Kahlenberger Dorf ab. Südöstlich vom Kahlenberger Dorf liegt der Nussberg. Im Norden ist der Nussberg dem Abhang des Leopoldsberges zum Waldbachtal und dem Kahlenberg zur Eisernen Hand vorgelagert. Im Westen und Süden wird der Nussberg durch den Schreiberbach bzw. dem Muckental begrenzt. Der Nussberg liegt am Ostrand des Wienerwaldes und stellt den äußersten nordöstlichen Ausläufer der Ostalpen dar. Erstmals urkundlich erwähnt wird der Nussberg 1226 als Nutzberg. Im 14. bis 16. Jahrhundert wird er als Monte Nucum erwähnt, ein Berg voller Nüsse. Der Name des Berges deutet darauf hin, dass dieser Berg vor der Rodung mit Haselnusssträuchen und nahe bei Nussdorf mit Nussbäumen bewachsen ist. Bald wird der Nussberg zum Weinbau genutzt. Auch heute ist der Nussberg beinahe zur Gänze mit Weinreben bedeckt. Heute keltern die Winzer des Nussbergs unter anderem Weißweine nach den geschützten Regeln des gemischten Satz. Der Wiener gemischte Satz hat eine lange Tradition. Der Wiener gemischte Satz ist eine Weinspezialität aus bis zu 20 weißen Rebsorten mit unterschiedlichen Reifezeitpunkten und unterschiedlichem Säuregrad, die gemischt in einem Weingarten ausgepflanzt und gemeinsam gelesen, gekeltert und vergoren werden. In einem Weingarten sind jedoch mindestens drei verschiedene Rebsorten angebaut. Der größte Sortenanteil darf nicht höher als 50% sein und der drittgrößte Anteil muss zumindest 10% umfassen. Zwei vom Westen kommende Bäche fließen kurz vor der Mündung in die Donau durch das Kahlenberger Dorf. Der Waldbach ist ein ca. 2 Kilometer langer Flusslauf, der seinen Ursprung am Kahlenberg Leopoldsberg hat und kurz vor der Bloschgassenbrücke in die Donau mündet. Der Schablerbach mit seinen rund 1000 Meter Länge entspringt im Gebiet vom Burgstall, dem Nussberg und Kahlenberg und fließt entlang des Jungherrnstiegs Richtung Kahlenberger Dorf und mündet in die Donau. Im Norden grenzt der Klosterneuburger Stadtteil Weidling an den Ort Kahlenberger Dorf. Im Osten, jenseits der Donau, der Floridsdorfer Bezirksteil Jedlesee. Im Süden des Kahlenberger Dorfs liegt der Döblinger Bezirksteil Nussdorf und im Westen Josefsdorf. In den Weinbergen oberhalb des Ortszentrums befindet sich der Pfarrfriedhof Kahlenberger Dorf. Der Name des Ortes ist bereits seit Jahrhunderten Kahlenberger Dörfel. Erstmals urkundlich erwähnt wird der Ort 1136 als die Kalvenberge, 1277 als Kahlenberge. Der Name rührt vom Geschlecht der Kahlenberger her. Sitz der Herren von Kahlenberg, die vom Anfang des 12. Jahrhunderts bis zum Anfang des 14. Jahrhunderts nachweisbar sind, ist vermutlich ein befestigtes Gebäude hinter der Kahlenberger Dorfkirche. Wenn wir laufend vom Kahlenberger Dörfel, vom Kahlenberger Dorf reden, stellt sich nun doch die Frage,
warum Kahlenberger Dorf, wenn der Ort tatsächlich am Fuße des Leopoldsberges liegt. Der Kahlenberg liegt doch wesentlich weiter westlich und steht in keiner Verbindung zum Kahlenberger Dorf. Kurz erklärt, der heutige Leopoldsberg heißt bis 1693 Kahlenberg, auch Kahlenberg geschrieben. Kaiser Leopold I. lässt Anlass der Pest in Wien 1679 am damaligen Kahlenberg einen Sakralbau errichten und widmet ihn dem 1485 heilig gesprochenen Bamberger Markgrafen Leopold III. 1683, zur Zeit der zweiten Türkenbelagerung, wird die neu errichtete Kapelle in Brand gesteckt und geplündert. Nachdem die dem heiligen Leopold gewidmete Kirche wieder instand gesetzt und fertiggestellt ist, erfolgt 1693 die Weihung. Nach der Erbauung der Leopoldskirche 1679 auf dem damaligen Kahlenberg bzw. nach der Wiederinstandsetzung der Leopoldskirche 1693 bürgert sich der Name Leopoldsberg ein. Der Name Kahlenberg geht auf den benachbarten Berg, dem ursprünglichen Schweins- oder Sauberg, über. Bis ins 17. Jahrhundert ist der ehemalige Sauberg, der heutige Kahlenberg, unbewohnt. Den Namen Sauberg oder Schweinsberg trägt der Bergrücken aufgrund der zahlreichen Wildschweine, die in den Eichenwäldern leben. Ferdinand II. Erwirbt 1628 den Sauberg vom Stiftkloster Neuburg und nennt ihn Josefsberg. Noch eine kurze Zusammenfassung bezüglich der Burg auf dem heutigen Leopoldsberg. Das Markgraf Leopold III., der tatsächlich in Kloster Neuburg residiert, auf dem damals Kahlenberg genannten, dem heutigen Leopoldsberg, den Grundstein zu einer Burg legt und in dieser auch eine Kapelle errichten lässt, ist eine Legende. Die Burg dürfte im 12. Jahrhundert errichtet worden sein. Unbestritten bezüglich dem erstmals 1248 genannten Castrum auf dem Leopoldsberg ist die Existenz einer Burg auf dem Leopoldsberg um 1287-1288, als sich der Habsburger Albrecht I. vor den aufständischen Wienern dorthin zurückzieht. Eine Georgskapelle wird als Burgkapelle erstmals 1338 erwähnt. Mit dem Ausbau des Schlosses Laxenburg durch Albrecht III. Beginnt ab 1377 der Niedergang der Burg. Am 15. April 1484 wird die Burg von Truppen des Ungarnkönigs Matthias Corvinus erobert. 1490 fällt sie wieder an die Habsburger zurück. Am 22. September 1529 wird die Burg von den kaiserlichen Truppen wahrscheinlich gesprengt, jedenfalls weitgehend zerstört, um sie für die heranrückenden Türken als Stützpunkt zu entwerten. Unter Kaiser Leopold I. wird, wie bereits vorhergehend erwähnt, 1679 in den Ruinen der mittelalterlichen Burg wieder eine Kapelle errichtet. In der unvollendeten Kapelle ließ der päpstliche Legat Marco de Aviano am 12. September 1683 jene historische Messe, bei der König Jan III. Sobieski ministriert und der das Ersatz herbeiwohnt. Nach dem Sieg über die Osmanen wird die Kapelle 1693 fertiggestellt. 1717 entsteht aus der Kapelle die heutige Kirche, ein frühbarocker Kuppelbau mit doppeltürmiger Fassade nach einem Entwurf von Antonio Petrucci. Um 1720 lässt Kaiser Karl VI. Auf dem Gelände ein Schloss bauen, ebenfalls nach einem Entwurf von Antonio Petrucci. 1786 werden die letzten Reste der mittelalterlichen Burg, das sogenannte alte Gebäude, abgetragen. 1787 fällt das Areal und die Gebäude an die Augustiner Chorherren im benachbarten Kloster Neuburg, die es in der Folgezeit bis heute verschiedenen Pächtern überlässt. 1791 brennt das Schloss ab, wird jedoch wieder instand gesetzt und dient dem belgischen Feldmarschall Charles Joseph de Ligny, der auch den Nasenweg errichten lässt, ab 1794 bis zu seinem Tod als Wohnsitz. 1814 mietet Johann I., Fürst von und zu Liechtenstein, das ganze Schloss.
Er lässt die Räume teilweise neugotisch umgestalten und an der Nordwestseite eine Aussichtsterrasse anlegen. Anlässlich der Weltausstellung 1873 wird eine Drahtseilbahn auf den Leopoldsberg errichtet. Die von der Donauwarte zur Elisabethwiese zwischen Leopoldsberg und Kahlenberg führende Drahtseilbahn, eine Standseilbahn, wird 1872 konzessioniert und im Weltausstellungsjahr am 27. Juli 1873 eröffnet. Die Länge der Standseilbahn beträgt 733 Meter und überwindet dabei eine Höhe von 235 Meter. Bei der Talstation befinden sich sowohl eine Haltestelle der Franz-Josefs-Bahn wie eine Anlegestelle der DDSG. Als 1874 die Zahnradbahn auf den Kahlenberg eröffnet wird, geht die Frequenz der Drahtseilbahn deutlich zurück. 1875 wird die Drahtseilbahn vom Konkurrenten Kahlenbergbahngesellschaft aufgekauft und im selben Jahr abgetragen. Aus dem Material der Bergstation wird die Stephaniewarte auf dem Kahlenberg erbaut. Auf die Geschichte sowohl der Drahtseilbahn auf den Leopoldsberg wie auf die Historie der Zahnradbahn auf den Kahlenberg gehe ich auf dem Video Kahlenbergbahn und Drahtseilbahn Leopoldsberg ausführlich ein. Die Bewohner vom Kahlenberger Dorf sind in früheren Zeiten Bauern, die im Wesentlichen für den Eigenbedarf produzieren. Für den Verkauf werden Wein und Obst angebaut. Bereits Ende des 12. Jahrhunderts wird aber der Weinbau am damaligen Kahlenberg bereits im großen Stil betrieben. Der Bamberger Markgraf, der in Klosterneuburg residiert, beziehungsweise ab 1156 der in Wien residierende Herzog von Österreich und das Stiftkloster Neuburg unterhalten viele Weingärten. In der Folgezeit kommen auch zahlreiche andere Klöster und Kirchen in den Besitz von Weingärten im Kahlenberger Dorf, etwa Zwettl, Lilienfeld, Kremsmünster, St. Bernhard und St. Dorothea. In den Jahren von 1330 bis 1339 ist Gundacker von Ternberg, genannt der Pfaff von Kahlenberg, im Kahlenberger Dorf wohl der berühmteste Pfarrer, wobei der Habsburger Herzog Otto der Fröhliche, der in der Burg auf dem heutigen Leopoldsberg residiert, bei der Pfarrbesetzung wesentlich mitgespielt hat. Die Familie der Herren von Ternberg ist seit dem 9. Jahrhundert in der buckligen Welt nachgewiesen. Gundacker ist der letzte des Geschlechts der von Ternberg. Sein Vater Niklas verkauft Burg und Herrschaft um 1310 an König Friedrich den Schönen. Gundacker schlägt die geistliche Laufbahn ein. Philipp Frankfurter schreibt die sich um den Pfarrer rankenden Anekdoten im 15. Jahrhundert in den Büchlein des Pfaffen Geschichte und Historie vom Kahlenberg nieder. Im Kahlenberger Dorf ist für die Jahre von 1547 bis 1618 urkundlich Bergbau belegt. Ist anfangs in den Quellen allgemein von Erz die Rede, ist später auch die Rede von Silber. Das Vorkommen auf dem ehemaligen Kahlenberg, dem heutigen Leopoldsberg, ist aber so bescheiden, dass es bald als erschöpft gilt. Eine Kirche im Kahlenberger Dorf wird bereits 1168 urkundlich erwähnt. Die Kirche wird in den Jahren 1529 und 1683 durch die Türken zerstört und 1809 im Zuge der Napoleonischen Kriege verwüstet. Die Kirche wird jedes Mal wieder vom Stiftkloster Neuburg aufgebaut bzw. instand gesetzt. Im Zuge des letzten Umbaus 1771 erhält die Kirche einen barocken Charakter. Der Südturm wird ebenfalls mit einer barocken Haube versehen. Aufgrund der eingrenzenden Lage zwischen Donau einerseits und den Bergen Burgstall, Nussberg und Leopoldsberg andererseits kann das Kahlenberger Dorf sein ursprüngliches Ortsbild erhalten. Der Ort wächst auch weniger stark als andere Dörfer in der Umgebung. Im Gegenteil, der Ort verkleinert sich im 18. Jahrhundert
möglicherweise bedingt durch Überschwemmungen aufgrund von Hochwässer der Donau. 1848-49 wird die feudale Grundherrschaft aufgelöst. Das Dorf ist nun bis 1892 eine selbstständige autonome Gemeinde im Erzherzogtum Österreich unter der Enns. 1870 wird die am rechten Donauufer entlang führende Franz-Josefs-Bahn eröffnet. Beim Streckenkilometer 5,8 befindet sich die Haltestelle Kahlenberger Dorf, die von 1898 bis 1918 in das Netz der Wiener Dampfstadtbahn integriert ist. Auf die Geschichte der Franz-Josefs-Bahn wird in dem Video Nussdorf – Historisches Wien ausführlich eingegangen. 1892 wird das Kahlenberger Dorf inklusive Josefsdorf bis zur Nase des Leopoldsbergs mit den benachbarten Wiener Vororten Sievering, Grenzing, Oberdöbling, Unterdöbling, Nussdorf und Heiligenstadt zu Wien eingemeindet und bilden den 19. Wiener Gemeindebezirk Döbling. Im Zuge der Auflösung von Groß-Wien, die sich wegen des Einspruchs der sowjetischen Besatzungsmacht von 1946 bis 1954 verzögert, wird die Grenze zwischen Wien und Klosterneuburg nicht mehr in der Lage vor 1938 gezogen, sondern von der Nase zur Donauwarte verschoben. Seither gehört auch der nordöstliche Steilabfall des Leopoldsberges zur Donau, zu Wien und damit zum Kahlenberger Dorf. Kurz zum ehemaligen eigenständigen Vorort Josefsdorf. 1628 gründet der Orden der Kamaldolenser am Schweinsberg ein Kloster. Im Zuge der josephinischen Reformen 1782 wird die dem heiligen Josef geweihte Kamaldolenser Eremitage aufgehoben. Der Hofkriegsrat Edler Leopold von Kriegel ersteigert die Liegenschaft. Die Eremitenhäuser werden verkauft. Von Kriegel errichtet in der ehemaligen Krankenhausabteilung ein Gasthaus. Die Ansiedlung erhält 1784 zu Ehren Josefs II. Den Namen Josefsdorf. Im Jahre 1789 geht Kriegel in Konkurs. Im Anschluss übernimmt das Stiftkloster Neuburg die Kirche samt den dazugehörigen Grundstücken. Später kommt das Anwesen in den Besitz des Fürsten Johann von und zu Liechtenstein. 1809 wird die Siedlung dem Kahlenberger Dorf zugeordnet. Das Video Heiligenstadt und Josefsdorf erzählt die Geschichte von Josefsdorf etwas ausführlicher. Wegen seiner Lage am Donauufer leidet der Ort, wie schon vorhergehend erwähnt, oft unter Hochwasser, das zu starken Überschwemmungen führt. Der Kuchelauer Hafen, ein von der Donau abgetrenntes Hafenbecken, entsteht zwischen 1901 und 1903 durch Wiederaufschüttung des 1899 eingerissenen Schleppbahndamms. Als Vor- und Wartehafen, unter anderem für die geplante Hafenanlage im Donaukanal bzw. für den Hafen Freudenau geplant, ist er für viele, aber kleine Schiffe gedacht, kann jedoch bis zum Zweiten Weltkrieg nur Bedeutung für den Holzhandel erreichen. Mit der Anlage des Kuchelauer Hafens soll auch das Kahlenberger Dorf einerseits von der Schifffahrt profitieren, andererseits bildet er auch für das Kahlenberger Dorf einen Hochwasserschutz. Nach 1945 wird das Hafenbecken zu einem Freizeithafen für Rudervereine und Motorboote. Kurze Erklärung zur angesprochenen geplanten Hafenanlage im Bereich des Donaukanals. Ursprünglich ist eine Hafenanlage im Wiener Donaukanal geplant. Die Wehr- und Schleusenanlage Nussdorf und das Kaiserbadwehr sind die wasserbautechnischen Bauwerke, die für die Verwirklichung des geplanten Hafens im Donaukanal in die Realität umgesetzt werden. Zwei weitere Wehr- und Schleusenanlagen sind im Bereich der Osmannbrücke und unmittelbar vor dem Freudenauer Hafen geplant. Zur Verwirklichung des Projekts Donaukanalhafen und zu den zwei Wehranlagen Ostbahnbrücke und Freudenauer Hafen kommt es aber nicht mehr. Auf diese Thematik wird im Video Nussdorf ausführlicher eingegangen.